Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Part von Darksiders. Ich hab's nur kurz ein bisschen verkackt. Ich hab eine kleine, winzige, unwichtige Sequenz verpasst, wo der eine Typ da meinte: Chaos-Klinge. Diese Klinge dürstet nach Zerstörung. Ja, wir nehmen unsere Klinge wieder mit. Unser Baby. Komm her. Komm, Timmy. Nehmen Sie Ihr Schwert. Ja. Chaosfresser, kriegslegendäre Klinge. Sie wurde ebenfalls ihrer ursprünglichen Stärke und Macht beraubt. Ja, wir sind lange nicht mehr so mächtig, wie wir es wirklich waren. Ja, und Klingengeisier, ein gelber Slot erforderlich. Dieser Angriff nutzt die Kraft des Chaosfressers und lässt um den Krieg herum ein tödliches Feld aus Klingen entstehen. Ja, Sie haben Ihre erste Zornkraft erhalten. Drücken Sie Start, um das Gepäck aufzurufen. Verbrauchsgegenstände und Zorn zuweisen. Wählen Sie eine Zornkraft oder einen Verbrauchsgegenstand. Legen Sie den ausgewählten Gegenstand auf eine freie Aktionstaste. Drücken und halten Sie LB plus X, Y, B oder A, um eine Kraft oder einen Gegenstand im Spiel zu nutzen. Wir legen diesen mal auf Y, weil es auch rot ist. Und wir haben hier eine Lebensessenz. Stellt einen Teil von Kriegsgesundheit wieder her. Also so ein Medipack. Und Medipack bringen wir mal aufs grüne A. Und damit, wir haben hier zwischen unserem Chaos, Klingenshit da und hier haben wir die ganzen Kombos zwischen Voranschlag und Rückenschlitzer, Doppelschlitzer und so weiter, Bodenangriffe, Luftangriffe und so weiter. Bis jetzt noch nicht viel, wir können uns, glaube ich, aber mehr zukommen. Artefakte, das werden wir auch noch kennenlernen können später. Der ganze Rest werden wir alle noch sehen. So. Wir kehren nun zurück. Die Seelen der Toten werden deine Währung sein. Einige Feinde lassen sich leichter kaufen als töten. Ja, wohl wahr. Ja, Seelen manifestieren sich in drei Formen: Währung, Gesundheit und Zorn. Ziemlich einfach, Währung ist natürlich zum Kaufen, Gesundheit ist zum Heilen und Zorn ist für unsere speziellen Zornfähigkeiten, die halt stark sind. Suche den Dämonen Vulgrim auf. Nur wenige können sich seine Dienste leisten, aber vielleicht kannst du mit ihm handeln. Der Rat gibt sich jetzt mit Dämonen ab, ist das so? Als der Pakt gebrochen wurde, verloren einige Dämonen die Gunst des Zerstörers. Vulgrim ist einer dieser Verstoßenen. Er möchte schon seit langem eine Audienz bei uns. Wie lange bin ich schon hier? Ja, Krieg, du wirst sehen, wie lange wir weg sind, denn... Ja, wir sind schon so ziemlich in der... Postapokalypse angekommen und sagen wir mal so, das, was wir im Intro hatten, ist, glaube ich, schon ein paar Jährchen her. Aber auch nur ein paar Jährchen. Anscheinend haben wir unser Ziel ein klein wenig verfehlt. Nicht so schnell, Reiter. Bis das hier vorbei ist, bist du ein Hund an der Leine. Wenn ich sage, gib laut, dann bellst du. Wenn ich sage, sitz, dann solltest du dich damit beeilen. Und wenn ich dich treten muss, solltest du vorher deine Zähne rausnehmen. Verstehe. Ich habe doch keine Beine. Egal. Oder soll ich dir beibringen, wie man sich totstellt? Alter, dieser Typ ist so Quality-Sprücheklopfer, ey. Boah. Geht kein Bock mehr, Alter. Vorbei, guter Alter. Guter Junge. Junge, er macht nichts, du sagst, guter Junge. Ja, und wir sind im Seraphim Hotel. Finden Sie den Dämonen Vulgrim. Da wir auch ein paar Erfolge schon geskippt haben, wenn ich mal anschaue hier. Das sind natürlich Erfolge wie in jedem Game. Ja, ich sage euch Bescheid, wenn wir zum Beispiel einen Erfolg bekommen hätten, denn ich bin so ein Guy, der das Achievement hat und ich freue mich über jedes Achievement. So,
Genese. Parking Lot ist das. Guck mal, schaut euch das an. Die Menschen sind schon lange tot. Okay, jetzt können wir auch einen Doppelsprung machen. Und den brauchen wir auch direkt. Okay, jetzt muss man einen Arm machen, um sich weiter zu bewegen. Die meisten vorspringen können, kriegen sie festhalten und entlanghangeln. Ja, rüberspringen und nochmal. Hier sehen wir direkt. Die Menschen sind schon ein bisschen länger tot und die sehen auch nicht mehr so gesund aus. Und Zombie-Apokalypse aktiviert. Hurra! Ja, das sind die größten Lappengegner. Hier kommt das Begrüßungskomitee. Ich glaube, die Typen kann man sofort mit B finishen, weil die so schwach sind. Ja, und seht euch diese. Krieg? Warum stellst du dich nicht selbst vor? Alter, diese Sprüche, ey. Junge, hör auf! Na, ja, allerdings, okay, und ich nehme so ein Scheißding da. Alter! Ich will die doch nur finishen! Hier, ich kann die direkt nehmen und mit B zerquetschen, um quasi mir auch noch zusätzlich Leben zu holen. Zack. Und zerquetscht sie. Und zack. Ja, jetzt haben wir wieder Full Life. Jetzt können wir die einfach wegschlitzen. Boah, meine Nase, ich werde da fucking Stauballergie. Nervt immer wieder. Boah. Schön im Kreis laufen, damit sie einen nicht treffen. So, genug von diesen Zombies geschnetzelt. Ja, nicht genug. Oh, meine Güte! Gott verdammte Nase! Oh, ich muss nur kratzen, es juckt so! Okay, die wurde auch irgendwie von irgendwelchen Steinen hier runtergefallen, sind zerquetscht. Und hallo du, ja, komisches Ding und yo, rast aus. Ihr habt die Dinger sind quasi so welche Allahu Akbar Guys. Alter, jetzt hast du mir bei, bist du Navi oder was? Junge, ich weiß schon, wo es hingeht. Leuchtende Handschuhe, Kriegshandschuhe leuchtet in der Nähe von interaktiven Objekten zwischen Kisten oder Türen. Er kann die Lappen einfach mit seinem scheiß Handschuh nehmen und zerquetschen. So einfach sind die. Und zack, einfach zack. Oh, habt ihr diesen. Bam! Habt ihr diesen Schädel da gesehen? Hier, da leuchtet er. Nee, aber, dieser Handschuh sieht auch schon mega mächtig aus. Also, Krieg ist schon ein geiler Mofo. Hat ja auch sein mega Schwert, wo so die Seelen schreien, Alter, und ja. Nette Rüstung, so, ist aber so ein cooler Badass. Und hier könnt ihr unsere Aktion aktivieren. Oh, ja, gut, dass wir nicht vorher reingehen sind, sonst wären wir zerquetscht worden. Von diesem Elevator-Fahrstuhl, wie auch immer. Ja, Moment mal, man sollte ja nicht runterspringen. Fuck. Ja, wo geht's denn dann hin, ey? Ah, da oben ist er. Boys, komm. Die sind echt langweilig, ne? Ah, das sind die ersten schwierigeren Gegner. Aua. Hier, bei denen muss man auch ausweichen. Fuck, fuck, fuck. Ausweichen. Oh, komm schon, ey. Oh nein, jetzt schmeißt er sich in die Luft. Oh, verdammter Allahu Akbar, ey. Ist egal, ich muss noch ein bisschen ins Spiel reinkommen. Weißt du, normalerweise ist eigentlich easy immer schön ausweichen und treffen lassen. Gut, dass man sich von diesen Zombies easy mit einem fucking Klick Leben farmen kann. Wie kann man den Scheiß ablegen?
Und zack, zerquetschen. Und zack. Und zack. Hier schön ein bisschen Leben farmen. Dann müssen wir noch kurz was checken. Da war doch irgend so ein Scheiß hier. Ja, stimmt. Oh, und hier ist auch so eine Lebenskiste. Warte mal. Oh, Scheiß, spam ich. Ja, aber hier kann man einfach so. Das ist noch wie bei God of War, diese Truhen mit halt diese ganzen Währungsscheiß. Nur dass ich meine Zornfähigkeit so gewastet habe. Bestimmte freistehende Objekte in der Umgebung. Bestimmte freistehende Objekte in der Umgebung können von Krieg verschoben werden. Drücken und halten sie wie, um Objekte zu verschieben. So, jetzt kommt so ein bisschen wieder God of War-Scheiß hier. Nicht so alles so ein bisschen, weißt du, alle sind so ein bisschen God of War-mäßig. Oder auch Prince of Persia ist auch dasselbe so. Prince of Persia ist so ein bisschen mehr so an der Wand klettern und so ein Scheiß. Muss ich das gedrückt halten? Ja. Fucking Zombie, ey. Glaubst du, du kannst irgendwas gegen fucking Krieg machen? Selbst wenn er absolut geschwächt ist, das ist trotzdem noch 10.000 Mal besser als du, Opfer, so, ne? So. Das sollte hier reichen. Ja, kommt hier hoch. Jetzt an diesen Shit. Einfach mit LB Speed geben, damit wir ein bisschen schneller sind. Nämlich so schnell wie möglich vorankommen. Und zack, zerquetschen. Hier rüberspringen. What the fuck, Alter? Kann er mal bitte seine Waffe rausholen? Wieso hätte er niemals seine Waffe in der Hand? Das regt mich jetzt ein bisschen auf. Hä? Ach, egal. Ich will diesen Sprintangriff machen, aber der zieht nur seine Waffe raus kurz und dann denkt er sich, ja, die Zombies sind nicht wichtig genug für den Scheiß. Für geile Kombos oder was? Du Kombo. Kannst mich moirieren, Morsche, ey. Hallo. So, zack, hier hoch. Oh, so schnell wie möglich mal richtig voran. Oh, eingestürzt. Ich glaube, hier in diesem Raum sollte jetzt ein richtiger Morpho sein. Wenn die jetzt eingesperrt werden. Tisch greifst anstatt die Zombies, dann ist ja klar, so Leben verlierst man. Und zack, und zack. Alter, fick den Tisch, Mann! Oh Mann, was soll denn das? Ich will keinen scheiß Tisch greifen, ey! Fucking Tische! Ja, du willst mich schlagen, hat er so viel Angst, dass er wegdreht, ey. Mit dem Anblick seines zerquetschten Kollegen. Jetzt kommt. Ah, jetzt kommen die Typen, ey, die sind auch richtig krank. Von denen wurde ich beim ersten Mal so zerstört, ey. Weil ich halt nicht ausgewichen bin. Hier muss man ja ein bisschen taktischer. Oh, da dreht sich noch rechtzeitig weg. Dreht sich noch rechtzeitig hier hin. Ja, immer schön. Oh Mann, hier bei dem Angriff dreht er sich zweimal. Ja, damit rechne ich hier. Soll ich nicht ganz. So hält er diese nur raus? So hält er diese nicht mal in der Hand, ey. Oh, komm schon! Ich sage, piss mich an! Direkt hier am Ragen, Alter. Zweiter Part und direkt Rage könnte. So läuft das. So läuft das bei Cooper, der Rage und easy. Oh. Ja, und jetzt kann man ihn finishen hier. Zack, in die Hand und bam und ne, Schelle und noch eine Schelle und noch eine Schelle und zack, in den Kopf durch, Mann. So läuft das. Brutale fucking Finishing Phase. Ja, Mann. Okay, Cooper. Chill, Cooper. Chill, Cooper ist auch ein Part von Rainbow Six Siege, den ich angucken konnte. Gutes Projekt. Schleichwerbung in
aller Schleichwirbung hier. Rob, wenn Schleichwirbung, wäre stolz auf mich. So. Speeden wir mal durch. Da reagiert er rechtzeitig. Sonst wären wir schon zerquetscht worden. Ja, es wissen, ich weiß nicht, immer noch so ein bisschen so eine Intro-Scheiße hier. Spielt wir natürlich am Anfang, ist immer so langweilig, aber es wird natürlich noch ein Part aufnehmen. Keine Sorge, niemand nimmt vor, der bleibt doch am Start. Wenn wir, spätestens wenn wir beim ersten Dungeon angekommen sind, dann werdet ihr euch nicht denken, nettes Spiel, aber ein Anfang ist immer schwer. Zack, wir gönnen uns das Leben hier. Jetzt kommt, glaube ich, in eine Sequenz, wenn ich mich nicht irre. Ja, wir sind an der Kreuzung angekommen. Hier ist schon quasi schon so eine böse Anstalt hier quasi aufgebaut worden. Für den neuen Overlords. Wie lange war ich fort? In Erdenjahren? Ungefähr ein Jahrhundert. Okay. Lange genug, dass die letzten Mundatmer aussterben konnten. Dann ist das dritte Königreich verloren. Ja, super, wir sind ein Jahrhundert weg und die ganze Menschheit stirbt aus. Yay! Happy End. Ja, guck auf seine Brust muss ich sagen. Subtil. Ich hab dich fast nicht kommen gehört. Wulgrim. Der Rat hat mich also endlich ernst genommen. Wenn das so ist, wirst du sicher nicht mit leeren Händen kommen. Sonst wird dies die kürzeste aller Vorstellungen. Na, dann peinen wir ihn mal ab. Alter, geben wir unser ganzes Geld oder was, ey? Chill. Na, waren ein paar junge Leute. Spektakulär. Okay. Du willst wissen, welche Macht hinter dem Zerstörer steckt? Du wirst die Antworten und die Quelle seiner Macht dort finden. Hast du es so eilig zu sterben? Du bist nicht einmal ein Schatten deines früheren Selbst. Du würdest nicht einen Moment überleben. Abgesehen davon ist der Weg zu dem Turm durch Dämonenmagie verhüllt. Nicht einmal ich kenne den Weg. Wer kennt ihn? Stille meinen Hunger. Dann stille ich deine Neugier. Okay. Ja, sammeln Sie 500 Seelen für Wulgrim. Und Wulgrim treffen, quasi, das hätte schon ein Achievement gegeben. Vorratssucher, ein Gegenstand der Dämonen, der die Lage aller Truhen im Umfeld auf der Karte enthüllt. Sprechen Sie mit Wulgrim. Du stellst meine Geduld auf die Probe, Reiter. Bring mir die Seelen. Hier, diese Symbole da, seht ihr, diese scheiß Talisman hängen. Das markiert immer quasi so einen Wulgrim-Point. Wir müssen jetzt 500 Währungsseelen quasi sammeln für unseren Wulgrim. Das ist ja, die Zombies nicht zerquetschen. Sonst kriegen wir mehr Heilungsscheiß als Währungsscheiß. Wie kommen wir denn da hoch? Aber wir haben schon vorher gepaid und er will trotzdem noch haben. Was will der Typ? Wie kommen wir denn da hoch? Ja, ist irgendwie ein bisschen. Ach, da ist auch eine Truhe. Na gut. Gehen wir uns das mal dort ein bisschen Währung. Schön, dass es einfach so mitten in der Landschaft so rumsteht. Weil sonst möchte es ja eigentlich keiner haben, nicht wahr? So, kommen wir mal hoch. Ja, lass mal die Truhe in Ruhe. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Ach, und hier eine neue Art von Gegner. Die sind quasi so um die Mittelgegner. Blocken. Drücken Sie RB, wenn Sie Stellung stehen, um einen Angriff zu blocken.
Ah, während ich quasi auf ihn fokussiere, kann ich dann blocken. Wir können halt nicht nur ausweichen, sondern auch blocken. Und damit können wir Gegnern auch natürlich zusetzen. Und schön Zack B eingesetzt hier. Combo Wombo. Und da geht das mal zum Scheiß hier. Ja, finde ich gut. Warte mal, irgendwas würde ich gerade sagen. Ach, egal. Ja, wir werden hier ein bisschen Bewegung sammeln. Das ist noch quasi so ein... Ach, Heilung brauche ich jetzt gerade echt nicht. Genug Leben, wenn mich irgendwas groß trifft. Ja, achso, ja, die Gegner sind quasi so mittlere Gegner. Blocken ist zwar nett, aber ich weiche lieber aus. Das macht mich ein bisschen flexibler und auch gut zum Repositionieren quasi in einem Fight. Und die Gegner sind halt so eine... Quasi, ihr habt den mit den Feuerhänden gesehen, wo ich Rage hab. Das sind so härtere Brocken. Oder dieser Bomber, ja, der da. Und dieser Bomber ist auch ein härterer Typ. Und die halt sind so Mittelguys. Und die Zombies sind halt richtige Lappen, die du halt mit einmal weghacken kannst. Boah, bei denen solltest du immer ausweichen. Ich glaube, seine Angriffe kannst du nicht mal blocken. Oh Mann, ich hasse diesen Angriff. Ach, bei denen muss man einfach nur ganz weit weg. Oh Mann. Und killen wir ihn. Finish this bitch. Schelle, Schelle. Ha! Wie ich den Zombie noch in dieser Animation getötet habe. Das ist auch witzig. Ja, sehr, sehr interessant. Boah, da kriegen wir auch so viel Leben wieder rein, ey. Ich wollte gerade zur Truhe gehen, aber das kann ich jetzt eigentlich schon vergessen. Kann auch gehen natürlich so unter Druck setzen, dass sie überhaupt gar nicht zum Angriff kommen. Dann musst du nicht blocken, dann musst du nicht ausweichen. Was ist denn das hier? Und zack, die Beine und zack, einmal durchtrennen. So läuft das hier. Können wir auch ein bisschen Zorn aufladen. Hier hinten ist eine Heilungstruhe. Komm, wenn hier die alle rumstehen, dann nehme ich die auch mal. Und hier unten war doch... ja, nichts. Geil. Ja. Wenn man hier in dieses Gebäude rein, kann ich das ja aufschlagen. Ja, da kann ich auch durch und zu dieser Währungstruhe. Aber erstmal die Zombies abwarten, damit wir nicht beim Öffnen unserer Truhe gestört werden. Das ist natürlich sehr wichtig. Komm, ich sammle erstmal so die Rüstung ein. Das ist gerade nur zum Anfang. Aber wenn wir quasi von dieser Intro-Scheiße weggekommen sind, dann können wir dann auch quasi uns endlich so auf andere Dinge konzentrieren. Kann ich auch über andere Scheiße labern und so. Den euch wahrscheinlich mehr interessiert, als was hier in diesem Spiel abläuft. Also über sowas, ich erzähle es, das kann nicht jeder geschickte Beobachter auch sehen. Deswegen ist es gerade nicht der interessanteste Shit. Aber jetzt, wie komme ich hier oben hin? Wir können keine Wände hochlaufen, wir sind kein Assassin. Ich habe sogar keine Idee, wie ich hierher komme. Und hier ist nicht die Truhe, die ist oben auf diesem Podest drauf. Ist schon nervig. Ja, den Rest muss ich mir echt erschlitzen, ey. Wie langweilig. Zwei und hiervon kriegt man nur ein. Ja, dann schätze ich die mal weg. Wir haben es eh gleich geschafft. Nur noch 5, 3. Und selbst von scheiß Straßenlaternen kriegst du Währung. Weil es fucking Sinn macht hier. Ja, selbst für scheiß Autos kriegst du 3. Wir haben jetzt genug Seelen, um Wulgrims Hunger zu stillen. Vielleicht kann er jetzt unsere Neugier stillen. Ja, vielleicht kann er das. Das schafft trotzdem mal ein bisschen mehr. Ich suche aber noch mehr nach mehr Truhen. Also vielleicht gibt es ja noch so eine Währungstruhe. Nicht so eine scheiß Gesundheitstruhe. Weil wir werden jetzt nicht sofort alles wieder ausgeben, was ich quasi jetzt hier schön gesammelt habe. Ich muss ja noch ein bisschen quasi bereit halten können. Okay. Ja, von diesem Gegner werden wir viel bekommen, das weiß ich genau.
Nice, und wir wurden nicht getroffen. Ja, schnell einfach weg und dann wieder rein und zack, schön, dass der Wichser keine Chance hat. Und auch nochmal, das Gute ist, man kann hier schön die Kombos abbrechen und ihn dann, ja, seht ihr. Ich komme einmal wieder ins Spiel rein und dann werden die Geist hier so zerfickt. Aber also, scheiße, jetzt bin ich ein bisschen drüber. Ja gut. Dann werden wir mal im nächsten Part sehen, was passiert, wenn wir dem Vulgrim unsere 500 Seelen bezahlen. Diese da, den Dingern, das kann ich euch schon mal zeigen. Da kommen wir leider noch nicht vorbei. Wie so immer in so welchen Spielen können wir an manchen Sachen noch nicht vorbeikommen. Aber vielleicht ist hier unten noch was. Komm, ich erkunde den Chip noch. Ja, hier ist sogar noch was. Lol, das habe ich halt echt noch nie gesehen, ey. Alter, das Reboot ist schon mal super. Tauchen, drücke B zum Abtauchen, zum Auftauchen. Ist hier denn unten irgendwas Tolles, was mir helfen könnte? Oh, da ist was. Und zwar... Ja, was ist denn das hier? Ein Artefakt-Soldat. Diese alten Insignien wurden der Legion der Hölle als Trophäe für das Blutbad in den letzten Tagen der Welt überreicht. Bringen Sie es Vulgrim, damit er sie entlohnt. Ach, quasi hier... So, ja, was Nettes so, dass du verkaufen kannst. Okay. Gut, dann hole ich mir noch hier diese Kiste. Also den Scheiß will ich echt noch abschließen. Hier können wir uns schön an der Denke entlanghangeln. Holen uns hier die letzte Truhe. Wir haben hier so eine Truhe und so ein Artefakt bekommen. Ja, mit der B könnt ihr alles schnell machen. So, wir gehen kurz wieder an die Oberfläche zurück und dann verabschiede ich mich auch schon von diesem Part. Krieg wird im nächsten Part wieder für euch bereit sein. Wir sehen uns und ciao.